Es ist 19:30, das heißt Zeit für die Hessenschau. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ja, und heute schauen wir schon mal auf morgen, denn an Karfreitag gibt's traditionell Fisch. Und wir waren bei Hessens größtem Fischzüchter. Und heute Abend gibt's das hessische Eishockey-Derby in den Playoffs, wenn der EC Bad Nauheim die Kassel Huskies empfängt. Ja, vor 2 Jahren, kurz vor Ostern, gab es ja die Diskussion um eine Osterruhe. Das war noch zu den Hochzeiten der Pandemie und zu der Zeit war die Maske gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt, pünktlich zu diesem Osterfest, ist alles wie vor Corona. Denn ab Samstag fallen auch die letzten verbliebenen Regeln weg. Heißt, in Pflegeheimen oder Arztpraxen ist die Maske nicht mehr Pflicht. Alle hier freuen sich über die neue Normalität nach der Pandemie. Doch diese Rettungssanitäter tragen zu Ostern weiterhin Masken, wenn sie zu Patienten unterwegs sind. Die Johanniter in Wiesbaden. Sie holen heute Morgen einen 91-Jährigen von einer Arztpraxis ab, bei dem der Verdacht besteht, er könnte an einer Lungenembolie erkrankt sein. Hochgefährdet also. Die Maske wird zwar bald offiziell abgeschafft, vielerorts aber wird sie weiter benutzt. Im Rettungsdienst ist es so, dass die jeweilige Rettungsdienstträgerschaft der kreisfreien Stadt oder des Landkreises entscheidet, welche Schutzmaßnahmen sinnvoll und notwendig sind. So ist es so, dass hier in Wiesbaden unsere Einsatzkräfte immer, wenn sie Patientenkontakt haben, auch weiterhin eine Schutzmaske tragen. Von Samstag an fällt jegliche Pflicht für Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen, eine Schutzmaske zu tragen. Dennoch können medizinische Einrichtungen und Arztpraxen im Rahmen des Hausrechts Maskenregeln beibehalten oder ändern. Viele Ärzte fangen damit direkt nach Ostern an. Am kommenden Dienstag wird es bei uns so weitergehen, dass unser Personal, dem ist es freigestellt, ob sie Masken tragen oder nicht. Das machen wir jetzt keine Vorschriften. Wir werden die Patienten beten, dass sie, wenn sie den Infekt haben, auf jeden Fall auf uns Rücksicht nehmen und Masken tragen. Ortswechsel. Wir sind im Seniorenheim Justina von Kronstetten Stift in Frankfurt. 46 Bewohner gibt es hier. Sie mussten in den vergangenen 2 Jahren mehrere Corona-Ausbrüche erleiden. Den Wegfall der Maskenpflicht sehen sie hier deswegen kritisch. Das Virus ist ja nicht weg. Es ist nach wie vor so, dass sich täglich Tausende von Menschen anstecken. Es ist nach wie vor dass es Todesfälle gibt. Die Belastung sei bei den Ausbrüchen groß gewesen. So bleiben auch hier die alten Corona-Regeln erstmal noch in Kraft, nur etwas anders. Wir werden es so handhaben, dass wir für unsere Mitarbeiter die Maskenpflicht bei körpernahen Tätigkeiten, bei körpernahem Kontakt zu den Bewohnern weiter aufrechterhalten. Wir werden unsere Besucher, die wir ja nicht dazu zwingen können, aber wir werden unsere Besucher bitten, dass auch sie beim Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen weiter Maske tragen. Da künftig nur noch das Hausrecht und Freiwilligkeit zählen, könnte es bald unübersichtlich werden, wo was genau gilt. Gott sei Dank werden wir, was die Krankenhäuser angeht, informiert, in welchen Krankenhäusern unser Personal das tragen muss. Und ich denke, Arztpraxen und dergleichen werden das durch eine Beschilderung an der Eingangstür oder auch Pflegeeinrichtungen und so weiter durch eine Beschilderung entsprechend kennzeichnen, sodass sich die Einsatzkräfte direkt darauf einstellen können. Masken sind eh immer dabei. Die Pandemie schwächt sich aktuell ab. In Hessen gab es im ersten Quartal des Jahres 515 Corona-Tote, die meisten über 80 Jahre alt. Vor einem Jahr waren es noch fast 1.200. Margot Schröder wohnt im Frankfurter Kronstetten-Stift. Sie fühlt sich hier mit der weiter bestehenden Maskenpflicht sicherer, sagt sie uns. Die private Balzer-Born-Reha-Klinik in Bad Soden-Allendorf ist heute vom Gesundheitsamt teilweise geschlossen worden. Die Nachrichten mit Martin. Der Grund sind schwerwiegende hygienische Mängel. Patienten hatten sich nämlich wiederholt über Ungeziefer und Verschmutzungen durch Urin und Fäkalien beschwert. Diese Mängel seien bei mehreren Kontrollen festgestellt und nicht behoben worden. Das Regierungspräsidium Kassel leitete als zuständige Aufsichtsbehörde ein Verfahren ein, um zu klären, ob der Privatklinik die Konzession entzogen werden soll. Die ambulante Ergo- und Physiotherapie bleibt aber weiterhin geöffnet. Deutschlandweit kam es in den vergangenen Tagen zu Cyberattacken auf staatliche Webseiten. Jetzt hat sich dazu eine pro-russische Gruppe bekannt. Auf HR-Anfrage teilte das Innenministerium mit, dass auch Hessen betroffen war. Hacker hätten Seiten der Polizei mit so vielen Aufrufen geflutet, dass sie kurzzeitig nicht erreichbar waren. Daten seien aber nicht geklaut worden.
Beim Brand eines Hauses in Reiskirchen im Kreis Gießen ist heute Mittag ein Mann ums Leben gekommen. Sein Sohn ist mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen worden. Als die Feuerwehr zu dem Haus kam, stand es schon komplett in Flammen. Die Löscharbeiten waren besonders schwierig, weil die Feuerwehrleute erst eine Leitung zu einem Bach legen mussten. Warum das Feuer ausgebrochen ist, weiß man noch nicht. Ja, er ist kein Feiertag, aber er gehört zu Ostern wie bunt gefärbte Eier. Und das ist der Gründonnerstag. So nennt man den Donnerstag vor Ostern. Der ist heute, aber warum eigentlich grün und nicht einfach nur Donnerstag? Das klären wir auf. Ab heute machen wir nämlich einen kleinen Oster-Crashkurs. Und heute geht es eben um die Frage, warum der Donnerstag grün ist. Ich muss gestehen, mit dem Grün habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Der Donnerstag ist grün, weil natürlich auch hier in Frankfurt vor allem die grüne Soße so lecker schmeckt an diesem Tag. Boah, nee, da bin ich dann komplett raus. Also in Frankfurt gibt es grüne Soße an dem Tag. Der grüne Donnerstag hat nichts mit der grüne Soße zu tun. Warum der grün Donnerstag heißt, weiß ich auch nicht. Stand auch nicht bei Google. Die grüne Soße also soll den Donnerstag eingefärbt haben, aber die ist ja ziemlich frankfurterisch und damit urhessisch und der Tag ist ja bundesweit grün, auch außerhalb der Soßenregion. Es muss also noch irgendeine andere Erklärung geben. Der ehemalige Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein aus Babenhausen erklärt, was es mit dem Gründonnerstag auf sich hat. Wie kommt also die Farbe in den Wochentag? Keiner weiß es ganz genau. Es gibt verschiedene Deutungen. Die eine ist eben, dass es tatsächlich mit der Aussaat im Frühjahr zu tun hat, von der man hoffte, dass dieses Grün Frucht bringt für das ganze Jahr. Das war sehr wichtig für die Menschen und man hat eben gehofft, dass es grünt und blüht. Die andere Deutung hat mit dem germanischen Wort grienen zu tun, kreinen, weinen, weil Jesus am Gründonnerstag verhaftet wurde. Er wusste, dass er jetzt ihm Schlimmes bevorsteht und es sind Tränen geflossen, er hat geweint. Und das hat man mit dem Kreindonnerstag versucht auszudrücken. Also diese beiden Deutungen gibt es. Keiner weiß genau, welche wirklich stimmt. Ja, was aber sicher ist, nach dem Gründonnerstag kommt der Karfreitag und was es damit auf sich hat, klären wir dann morgen. Doch eins wissen viele jetzt schon, am Karfreitag kommt traditionell Fisch auf den Teller, am besten frisch aus der Region. Ja, und den gibt's zum Beispiel vom größten Fischzüchter Hessens in Fritzlar. Die haben da gerade ordentlich zu tun und wir haben auch mal geschaut, wie der Fisch vom Becken auf den Teller kommt. Ich hätte gerne zwei ganze Forellen entweder. Für mich geht Fisch ja eigentlich immer in allen Variationen. Ob Forelle, Saibling oder Karpfen, im Hofladen von Familie Rameil in Fritzlar bin ich da scheinbar genau richtig. Und das weiß auch so manch anderer. Jetzt kurz vor Ostern ist die Bude voll, morgens um kurz nach 10. Traditionell, Karfreitag gibt es bei uns Fisch. Muss sein. Ja. Ich hole für mich mindestens für 5 verschiedene Familien. Fisch hier. Das heißt, Sie haben einen Großauftrag? Ich habe einen Großauftrag, ich kann einen kleinen Fischhandel selber aufmachen langsam. Also seitdem ich denken kann, gibt es immer Fisch Karfreitag, ja. Ist halt frisch, ne? Ist halt vor der Tür. Ich komme aus Fritzlar, das bietet sich an. Apropos anbieten, die Forellen in meiner Tüte. Ich will wissen, woher kommen die eigentlich? Ich nutze die Chance und schnappe mir Hendrik, den Juniorchef. Er führt den Betrieb hier bereits in 5. Generation und mich zu den Zuchtbecken. Ausnahmsweise füttert er jetzt mal per Hand, für uns. Normalerweise geht das vollautomatisch. Ich muss praktisch dem Computer sagen, wie viel Fische habe ich reingesetzt, mit welchem Gewicht. Und dann habe ich da Futterkurven hinterlegt, die dann einfach sagen, okay, bei der Größe und der Wassertemperatur geben wir aktuell jetzt Gewicht X in den Teich. Und der macht eben dann auch die Zinseszinsrechnung, dass er eben weiß, okay, 1 Kilo gefüttert, dann schwimmen auch 1 Kilo mehr Fische im Teich, weil die Fische haben ungefähr 1:1 von der Futterumsetzung, sind da sehr effizient. Ui, ich lerne schnell, hier geht's neben höchster Qualität auch um Masse, um bis zu 600.000 Fische pro Jahr. Allein 5 Sorten Speisefisch, inklusive meinen Forellen, die im nächsten Schritt hier direkt nach Größe sortiert werden. Ihr könnt hier exakt die Größe einstellen, die ihr eigentlich haben wollt. Genau, das ist dann der Erfahrungswert, welche Breite der Fisch haben muss, damit das nachher dem Kundenwunsch entspricht. Gerade in der Gastronomie ist es halt wichtig, dass man gleichmäßige Portionen hat.
dass man dann nicht zum Nachbar guckt und da ist die Forelle doppelt so groß. Das gibt dann Ärger. Hendriks Vater Hermann kümmert sich heute ums Ausliefern. Ans Studentenwerk, an Kliniken, Hotels und Supermärkte. Jetzt zu Ostern geht hier die 4- bis 5-fache Menge raus. Das heißt, es muss maschinell geschlachtet werden. Nur kontrolliert wird dann nochmal manuell. Das geht natürlich viel schneller als mit der Hand. Nur so kriegen wir das hin, dass wir dann an Ostern auch für alle Kunden eine ausgenommene Forelle anbieten können. Gerne auch geräuchert. Kurzer Check. Boah. Die Forellen in meiner Tüte. Ich weiß jetzt, woher sie kommen und habe noch einmal besser verstanden, welchen Weg sie eigentlich für mich zurückgelegt haben. Guten Appetit! Im Zweiten Weltkrieg hat er verzweifelten Menschen Schutz vor der Bombardierung geboten. Jetzt wird ein Bunker in Frankfurt umgebaut. Nochmal Nachrichten mit Martin. Ja, und bald bietet er verzweifelt nach Wohnung suchenden Menschen mit kleinem Geldbeutel ein neues Zuhause. Der ehemalige Bunker in der Brühlstraße im Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Heute durften wir schauen, wie weit die Pläne gediehen sind. Diese Mauern hier wurden einst für den Ernstfall errichtet. Aus dem Bunker entsteht jetzt ein Wohnhaus und das ist schon eine Herausforderung. Sie sehen hier 1,10 Meter dicke Wände, in die Sie dann Einschneidungen vornehmen müssen, damit Sie hier eine Belichtung und Belüftung reinbekommen. Oder 4 Meter dicke Decken, die Sie dann aufschneiden müssen, wenn Sie ein Treppenhaus nach oben führen wollen, weil wir obendrauf ja noch neuen zusätzlichen Wohnraum geschaffen haben. 14 neue Wohnungen entstehen hier, die zwischen 50 und 85 Quadratmeter groß sind. Wichtiger Wohnraum, von dem die Stadt Frankfurt dringend mehr bräuchte. Der Bunker, ein Glücksfall also. Der Bund hat dieses Grundstück, den Bunker, zu einem Festpreis vergeben und nicht zu einem Höchstpreis, verbunden aber mit der Vorgabe, dass hier bezahlbar geförderter Wohnungsbau entsteht. Die Einstiegsmiete liegt bei 5,50 Euro pro Quadratmeter. Im November können die neuen Bewohner dann einziehen. Die Häufung von Krebsfällen in Michelbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf, wir haben berichtet, haben keine umweltbedingte Ursache. Das Gesundheitsamt hatte Wasser, Boden und Luft untersuchen lassen und keine Ursache feststellen können. Das Gesundheitsamt geht daher von einer zufälligen Häufung der Krankheitsfälle aus. Das Hessische Krebsregister stützt diese Beobachtung. Der Datenbank zufolge gab es im fraglichen Zeitraum tatsächlich in ganz Hessen eine statistisch signifikante Erhöhung der beschriebenen Krebsarten. Am 6. April 2006 wurde Halit Yozgat in seinem Internetcafé im Kasseler Stadtteil Nordholland von der rechtsextremen terroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund NSU erschossen. Die Stadt Kassel und die Familie Yozgat gedachten heute am 17. Jahrestag des Ermordeten bei einer öffentlichen Gedenkveranstaltung auf dem Halitplatz. Man wolle damit die Anteilnahme ausdrücken, aber auch weiterhin entschieden Haltung zeigen gegen Rassismus, Menschenverachtung, Rechtsextremismus und Terror. Soweit die Nachrichten. Weiter geht's mit der Hessenschau-Tradition und Hülya. Ja, und bei der Tradition gucken wir jetzt auf Samstag. Dann stellen wir Ihnen nämlich das Dolle Dorf vor. Ja, und wo es hingeht, verrät uns gleich Nora Enns. Nora, es sind ja gerade Osterferien. Wie hast du das denn in der Vergangenheit erlebt? Sind denn überhaupt genug Menschen in dem Dorf oder sind die alle im Urlaub? Ja, das ist immer so ein bisschen so eine Zitterpartie. Entweder sind alle da und sie haben auch alle Zeit dann. Oder aber es ist vielleicht mal keiner da, aber das ist uns noch nicht passiert. Um diese Zitterpartie hier mal ein bisschen zu beenden, es ist nämlich so kalt wieder geworden, schauen wir, wohin wir fahren und wo wir nach Ostertraditionen suchen werden. Und es geht nach Mandeln, Diezelstal. Da waren wir doch gerade erst. 1401 Einwohner oder Einwohnerin im Lahn-Dill-Kreis. Ja, da kommen wir heute Abend hin, besprechen, was es bei euch alles Schönes gibt. Vielleicht auch Ostertradition und drehen morgen am Karfreitag mit besonderer Stimmung. Rufen Sie uns an 069 155 24 90 und dann machen wir uns direkt auf den Weg zu Ihnen. Ja, danke schön, Nora. Bin ich gespannt. Ich bin in der Nähe von Mandeln geboren. Ach. Ja. Ja, und von Frankfurt gehen wir jetzt hoch nach Kassel-Calden zum Flughafen. Den gibt's jetzt seit 10 Jahren und nicht nur der Bau war teuer. Seit der Eröffnung macht er nur Verluste und hat zum Beispiel auch lange die Kasse der Gemeinde Calden belastet. Aber auch die Landwirte, die wertvolle Flächen hergeben mussten, damit ein Flughafen gebaut wird, den kaum jemand nutzt.
Der Bau des Kasseler Flughafens verändert die Landschaft bei Calden enorm. Landschaft verschwindet. 220 Hektar. Ein Streifen Wald und viele Äcker müssen weichen. Wo auf fruchtbarem Lösslehmboden Feldfrüchte wuchsen, wachsen nun Start- und Landebahn, Flughafengebäude. 220 Hektar wurden betoniert, asphaltiert, versiegelt. Wir haben hier knapp 17 Hektar verloren. Aus 17 Hektar können wachsen 800 Tonnen Kartoffeln. Wir haben zunächst mal zusammen mit unserem Verband versucht, die Verantwortlichen darauf hinzuweisen, dass es hier Landwirtschaft gibt und auch Landwirtschaft bleiben soll. Und haben darauf hingewiesen, wir brauchen einfach Ausgleichsfläche. Helmut Neuze bewirtschaftet in siebter Generation einen Hof im Dorf Schachten, ganz nah am Flughafen. Er ist spezialisiert auf Kartoffelanbau, den sein Sohn weiterführen wird. Die 17 Hektar seiner Kartoffeläcker, sie verschwanden unter dem östlichen Ende der Startbahn. Das ist genau die Lage, die davon betroffen ist, die eigentlich ja, mit den besten Bodenqualitäten jener Gemarkung aufweist. Auf der einen Seite war es für uns gut, dass wir diese Flächen wiederbekommen haben. Die sind wertgleich ausgeglichen worden, also 1:1. Aber insgesamt hat sich natürlich für unseren Betrieb vieles verändert. Anfahrtswege, Zufahrtswege, die ganze Logistik, das hat sich enorm verändert, weil es einfach weiter auch weg ist. Das bedeutet halt Aufwand für Generationen, mehr Aufwand. Noch mehr Ackerflächen gingen verloren, wurden in Wiesen und naturnahe Grünlandflächen umgewandelt in sogenannte Ausgleichsflächen. Insgesamt etwa 450 Hektar. Tribut an den Flughafenneubau. Es ist Landschaft verloren gegangen, Ackerflächen, die dazu dienen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und ich glaube, vielen ist seit dieser Ukraine-Krise bewusst geworden, dass es auch wichtig ist, im eigenen Lande Nahrungsmittel zu produzieren. Und deswegen müssen wir schon sorgsam mit unseren Flächen umgehen. Also das ist schon so ein bisschen, wie soll ich das sagen, mit einem bitteren Beigeschmack. Bitter der Beigeschmack auch für Calden. Die Gemeinde hält 6% der Flughafenanteile. Die Verluste des Airports drohen den Haushalt der kleinen Gemeinde mit ihren 7.500 Einwohnern zu erdrücken. Wir werden jedes Jahr ein Mordsminus zu tragen haben. Es ist dann so wie zu Hause. Wenn man dann kein Geld mehr hat, dann muss man das Tafelsilber verscheuern. Und da fangen wir jetzt mit an. Wer muss drunter leiden? Kindergärten, Sportvereine, andere Vereine. Das sind die, die auf der Strecke bleiben wahrscheinlich. Vieles liegt auf dem Tisch, erzählt uns der Ortsvorsteher. Und der Flughafen ist schuld an der Misere. Der Flughafen ist schuld, davon gehen wir fest aus. Denn die Gemeinde hat schlicht und einfach mit ihrem Anteil an der Flughafen GmbH einen Riesenbatzen Geld zu tragen. Ob das die jährlichen Betriebskosten sind, ob das die Abschreibungen sind, ob das die Verzinsungen sind für das, was aufgenommen werden musste. Jetzt spart die Gemeinde. Schon letztes Jahr wurden die Kindergartengebühren erhöht. Auch die Grundsteuer steigt. Die Haushaltskasse Caldens überfordert. Das bedeutete eine jährliche Belastung für den Gemeindehaushalt von knapp 1,1 Millionen Euro. Das muss man einordnen. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Calden betrug in den Jahren so knapp unter 16 Millionen. Und dann war das schon ein gehöriger Batzen, der dann zu stemmen war. Mike Mackewitz wird 2015 Bürgermeister. 3 der 6% Flughafenanteile wird er an Stadt und Landkreis Kassel los. Wir haben zum einen eine Entlastung um 3% erreichen können. Und parallel dazu hat das Land uns 2,6 Millionen zukommen lassen. Und diese beiden Stellschrauben in Summe, die brachten dann eine Entlastung jährlich um 600.000 Euro. Und das ist dann eine strukturelle Entlastung gewesen, die jetzt eigentlich dann uns auch stabilisiert hat. 400 bis 450.000 Euro bringen wir jetzt noch im Jahr auf. Bereits lange vor dem Flughafenbau hatten Axel Engelmeier, Martin Kran und Axel Träger Schlimmes befürchtet. Mit Protest und politischem Engagement konnten sie den Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Ersten verhindern. Man hat einen schicken Flughafen, aber man hat im Grunde genommen kein Dorfleben mehr.
Das heißt, wir wären in den einzelnen Ortsteilen, das wäre euch in Mainpressen wahrscheinlich genauso gegangen, wir wären hier verratzt im Verkauf gewesen und man hat sich da oben ein Aushängeschild irgendwie auf die grüne Wiese gesetzt. Was das für so ein Dorf und für diese Struktur und für dieses Miteinander bedeutet hätte, mag man sich überhaupt nicht ausmalen mögen. Und ich mag gar nicht dran denken, wenn das DGH weggekommen wäre. Einst hatten sie sogar erfolgreich einen Bürgerentscheid gegen den Flughafen erwirkt. Verhindern konnten sie seinen Bau dennoch nicht. Gelernt haben wir trotzdem viel, wie Demokratie auch hier so auf dem Dorf läuft. Und dass die Politiker ihre Fehler, die sie machen, letztendlich sich nicht eingestehen und schon gar nicht daraus zu lernen bereit sind. So wird der Flughafen, die Gemeinde Calden, Stadt und Landkreis Kassel und das Land Hessen weiter Geld kosten. Steuergeld, das an anderer Stelle fehlt. Die Kassel Huskies waren in dieser Saison die Übermannschaft in der zweiten Eishockeyliga. An der Tabellenspitze auf dem besten Weg in die erste Liga. Doch ausgerechnet ein anderes hessisches Team, der EC Bad Nauheim, könnte den Nordhessen die Aufstiegsträume vermasseln. Denn die Überraschungsmannschaft aus Bad Nauheim liegt in den Playoffs mit 2:1 vorne und könnte heute Abend einen wichtigen Schritt in Richtung Finale machen. Die letzte Trainingseinheit vor dem heutigen Heimspiel des EC Bad Nauheim im Hessen-Derby gegen die Kassel Huskies. Lockeres Anschwitzen der Überraschungsmannschaft unter den Augen einer Eishockey-Legende, Ralf Höpel, heute 67. Er gehört zu den 5 Spielern, deren Rückennummer, hier die 28, unter der Stadiondecke hängt und nie wieder vergeben wird. Die legendären Duelle gegen Kassel erlebt er Anfang der 90er Jahre. Meine Jahre waren natürlich auch immer brisante Games gegen Kassel. Das war immer eine heiße Geschichte. Kassel hat eine tolle Mannschaft gehabt, aber wir haben uns richtig gewehrt, so wie das jetzt auch gerade der Fall ist. Dass Kassel im ersten Halbfinalspiel zu Hause gewann, war wenig überraschend. Doch dann die Wende. Bad Nauheim siegte am Sonntag zu Hause. Und setzte am Dienstag in Kassel noch einen drauf. Nach 3 Spielen steht's also 2:1. Und heute kann die Vorentscheidung in Sachen Finaleinzug fallen. In einem ausverkauften Stadion, ganz romantisch im Kurpark gelegen. Bad Nauheim, gerade mal 32.000 Einwohner, doch mit langer Eishockey-Tradition, die gelebt wird auch im Alltag. Das Café Müller war schon zu Ralf Pöpels aktiver Zeit ein Treffpunkt für Eishockey-Cracks. Die Inhaberin hat natürlich eine Dauerkarte. Man ist traurig, wenn sie verlieren. Man ist euphorisch, wenn sie gewinnen. Es ist einfach, man identifiziert sich damit. Und aktuell ist man natürlich ganz klar euphorisch. Auch bei einem Tässchen Kaffee und einer Johannisbeerschorle unter roten Teufeln. Kurze Wege für Ralf Pöpel, aber auch Daniel Weiß und Huber Seghesi. Man kennt sich. Die Leute grüßen dich, wenn man durch die Stadt läuft. Überall hängen Trikots drin von den Teufeln. Und ist eigentlich eine super Atmosphäre hier. Das ist auch vom Verein so gewollt, dass es ein familiäres Umfeld ist. Für mich jetzt das Beispiel, ich wohne hier über dem Café Müller und ich gehe zu Fuß ins Eisstadion. Und das ist was Besonderes. Ich weiß nicht, ob man das an anderen Standorten so hat. Und ja, ich liebe es. Und die Bad Nauheimer lieben ihre Eishockeyspieler, die in diesen Minuten bereits wieder auf dem Eis sind. Im 4. Halbfinalspiel gegen die Huskies. Ja, und genau da in Bad Nauheim beim Spiel ist jetzt unser Reporter Bernd Arnold. Bernd, das Spiel, das läuft seit einer knappen halben Stunde. Ganz wichtige Frage, wie steht's gerade? Und ich sehe hinter dir auch ein ziemlich volles Stadion. Ja, also es ist tatsächlich, ich höre gerade ein Zeichen, dass wir drauf waren. Wir hatten hier gleich die Kommunikationsprobleme. Aber tatsächlich, es steht noch 0:0 im ersten Drittel in einer vollen Hütte. Und es ist immer so, wenn gegen Kassel gespielt wird. Und deswegen sagt sich Bad Nauheim, wir wollen gar nicht, dass Kassel aufsteigt. Weil Kassel bringt nicht nur 450 Fans mit, die hier sind, sondern ganz Bad Nauheim, sagen wir mal halb Bad Nauheim, stürmt hier in dieses Stadion und will dieses Spiel gegen Kassel sehen. Und deswegen ist Kassel nicht nur ein heiß umkämpfter Gegner, sondern auch ein sehr attraktiver, denn Kassel macht die Kasse voll. Und wie gesagt, und deswegen sagen die sich, die Bad Nauheimer, wir wollen jetzt die Huskies nicht nur ärgern, wir wollen, dass sie bei uns in der Liga bleiben. Sie selbst, die Bad Nauheimer, wollen nämlich nicht aufsteigen, sonst müssten sie nämlich diese Halle komplett umbauen, sogar eine neue bauen. Und das kann man sich nicht leisten.
Dennoch, der kleinere Verein, der sich die große Halle in der DEL nicht leisten kann, hat die Huskies jetzt schon zweimal geschlagen. Sie selbst sind leider verletzt, spielen für Bad Nauheim. Wie haben Sie das geschafft? Ich glaube, in den ersten zwei Spielen hatten wir einfach eine wahnsinnig gute Chancenverwertung und einen unglaublich guten Torwart. Was geht denn in der Mannschaft los, wenn dann die Huskies auflaufen? Ja, also für uns kleinen Verein Bad Nauheim ist es dann natürlich schon eine Win-Win-Situation gerade. Wir können nicht mehr verlieren, wir sind im Halbfinale, das hätte keiner gedacht vorher. Kassel ist der klare Favorit und muss aufsteigen und das spielt uns gerade in die Karten. Und ich schaue immer so ein bisschen auf die Anzeigentafel, noch 7 Minuten zu spielen im ersten Drittel, es steht noch 0-0. Und Sigo, der wollte mir die Hand geben, ist klar, gib mir die Hand, warum nicht? Sigo ist ein Superfan seit 50 Jahren und auch Vorstand von den Roten Teufeln. Was geht da im Moment unter den Fans vor? Also es ist einfach unglaublich, was momentan hier in Nauheim passiert. Das ist das, was wir schon mal erlebt haben, was wir als Fans sehen wollen. Die Mannschaft kämpft, die Mannschaft fightet. Ja. Wir können, Kassel muss. So ist das. Und ich hoffe, wir setzen uns durch. Der Verein hat gesagt, wir hätten hier noch 2000 Karten verkaufen können. Was ist bei euch, was ist im Fanclubs los? Gibt es da auch einen Andrang? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben momentan über 200 Mitglieder, knapp über 200 Mitglieder. Wir haben eine Warteliste, wir könnten noch mehr aufnehmen, aber wir wollen es noch ein bisschen nach kontrolliert halten. Aber allein heute, was ich an Anfragen gekriegt habe, kannst du uns Karten besorgen? Ja, es tut mir leid, selbst ich konnte dann keine Karten mehr besorgen. Da wünsche ich noch ein schönes Spiel, aber wir fragen noch mal den Profi. Wie sieht denn Ihre erste Analyse aus, noch 6 Minuten zu spielen im ersten Drittel? Ja, also wie in den beiden Spielen davor oder in den ersten drei Spielen auch schon, drückt uns Kassel extrem in unsere eigene Zone. Wir verteidigen leidenschaftlich, blocken jeden Schuss und bislang klappt es alles gut. Und wenn wir dann wieder unsere Nadelstiche setzen können, geht es in der Serie hoffentlich so weiter. Es wird ja immer diskutiert, sieht ein Spieler diese Kulisse oder ist er so fokussiert auf sein Spiel? Man bekommt es natürlich mit, das Raunen im Stadion, aber man muss im Eishockey natürlich auch wahnsinnig aufpassen. Wenn man nicht aufpasst, kann man hart gecheckt werden und sich schnell verletzen. Deswegen liegt der Fokus natürlich auf dem Eis. Da wünsche ich Ihnen auch ein schönes Spiel, aber wir werden natürlich neutral sein, denn man muss ganz ehrlich sein, Kassel hätte natürlich auch den Aufstieg sehr, sehr verdient. Dankeschön, Bernd Arnold, live aus Bad Nauheim. So, das war's von uns. Um 20.15 Uhr geht's weiter mit Alles Wissen. Und um 14 nach 10 gibt's nochmal eine Spätausgabe. Richtig. Von der Hessenschau. Genau. Jetzt verabschieden wir uns aber von Martin, der ist morgen nicht mehr da. Und übermorgen auch nicht. Auch nicht. Und dann musst du ganz alleine hier sein. Und das tut dir weh, oder? Total. Gut so. Bis dann. Tschüss, schöne Ostern.